Mich hat an dem Beruf gereizt, dass es sehr abwechslungsreich ist. Jede Baustelle ist anders. Und das ist das, was mich interessiert. Und da kann ich mich jeden Tag auf was Neues einstellen. Du arbeitest gerne in einem starken Team und suchst einen Job mit Zukunft und besten Perspektiven? Die Lehre zum Glasbautechniker ist eine Top-Ausbildung on the job. Du bist von Anfang an Teamplayer und arbeitest viel an der frischen Luft. Dazu gibt's vom Start weg richtig was zu lernen. Und zwar immer von den Besten, von erfahrenen Kollegen. Dieses theoretische Rüstzeug kannst du dann auch gleich in die Praxis umsetzen. Es ist schon sehr viel technischer geworden und sehr viel dazugekommen beim Berufsbild. Man geht jetzt halt mehr in die Technik, in die Statik, wirklich in die Planung auch unter anderem, sei es anschlusstechnisch, sei es bautechnisch. Also da sind schon die Herausforderungen größer geworden und natürlich auch das Berufsbild dementsprechend angepasst worden an das Ganze. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Roboter gibt, der was auf der Baustelle einmal eine Fensterreparatur macht, der was eine Bleiverglasung macht, der was sich eine Sachen einfach mit Händen herstellen kann. Also von dem her ein sehr zukunftssicherer Beruf. Ich würde anderen Menschen empfehlen, sich das alles anzuschauen. Also mal irgendwo schnuppern gehen, Probearbeiten, dass sie wirklich sehen, was wir alles machen. Und dann schauen, ob es einer gefällt und auf jeden Fall in dem Beruf arbeiten anfangen, wenn es einer taugt. Du kannst als Glasbautechniker-Lehrling viel lernen und dabei auch die Matura machen. Du wirst praktische Erfahrungen sammeln und dir in der Berufsschule theoretisches Wissen aneignen. Und das Beste ist, du verdienst schon während deiner Ausbildung eine Menge Geld. Durch das, dass ich die Lehrabschlussprüfungen auch annehme, sehe ich auch, die qualitativ hochwertig die Betriebe in Salzburg ausbilden. Nachfolger werden händeringend gesucht. In meinem Bekanntenkreis allein haben wir das Problem, dass man sagt, drei Glaser zum Beispiel in Salzburg werden in Zukunft, in näherer Zukunft pensionsreif sein und haben in dem Sinn keinen Nachfolger. Also Aufstiegschancen sind da wirklich bis an die oberste Spitze da. Also meine berufliche Zukunft, ich möchte jetzt meine Lehre mal fertig machen, die Meisterprüfung ablegen und dann in der Zukunft könnte ich mir gut vorstellen, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Mehr Informationen über die Lehrberufe findest du online unter entdecke-deine-leidenschaft.at.